Vielen bin ich gefragt worden, wie ich es geschafft habe, innerhalb von 3 Wochen über Level 100 zu sein. Ich bin mittlerweile 124, 125 in Fortnite innerhalb von 3 Wochen. Das werde ich euch heute in dem Video erklären und zeigen, denn man kann ganz einfach AFK XP farmen, wie man schon im Hintergrund sieht. Vorneweg, lasst gern ein Abonnement da auf YouTube, das ist kostenlos und unverbindlich. Folgt mir gerne auch auf TikTok, dort kommen die Videos meist früher als auf YouTube und kürzer. Folgt mir auch gerne auf Instagram und Twitch, auf Twitch gibt es regelmäßig Streams. Auf Instagram lade ich natürlich auch gerne mal Bilder hoch und Videos von mir. Und ansonsten würde ich sagen, wir gehen jetzt mal rein und ich zeige euch, wie man ganz schnell, ganz einfach AFK XP farmen kann. So, da sind wir zurück. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema AFK XP farmen. Als erstes gehen wir natürlich auf die Map. Dazu geben wir diesen Inselcode ein. Den Inselcode findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. So wie es Standard ist. Und jo, wir spielen diesen Inselcode. Ihr seht, FFA with all weapons, XP. Da müsst ihr darauf achten, dass dort XP steht, damit ihr auch welche bekommt. Wir treten dem Spiel bei. Ich starte das Match als privates Match, damit ich alleine bin. Denn wenn man zu zweit oder zu dritt spielt, geht das mit den AFK XP Farmen leider nicht. Und ihr seht es auch schon, ich bin Level 126 gewesen. Ich habe davon alleine gut 80 Level gefarmt auf verschiedenen Maps. Darunter 40 Level nur AFK auf dieser Map. Die restlichen auf Jump'n'Run Maps und allgemein im Spiel. So, wenn wir auf der Karte sind, damit es schneller geht, einmal Escape in die Einstellung und Spiel starten. Der Glitch oder das AFK XP Farm funktioniert auch auf der Xbox und auf der PlayStation. Mein Sohnemann macht das auch gerne auf der PlayStation, weil er nur alle 2 Wochen zum Spielen kommt, da er die anderen Wochen ja gern bei seiner Mutter ist. So, wenn wir dann hier natürlich starten, könnt ihr euch gern eine Waffe aussuchen. Ich besorge mir immer die Minigun und tausche diese gegen die Shotgun aus. Das war nicht die Minigun. Oh, da warten wir mal ganz kurz. Alles andere könnte man tatsächlich wegschmeißen. Die Sniper hebe ich auch immer auf. Denn es gibt mehrere Methoden hier XP zu farmen. So, wenn wir die Waffe haben, rennen wir einmal hier unten raus und gehen in dieses kleine Häuschen. Gehen an diese Wand zum XP-Shop. Wenn wir im XP-Shop sind, seht ihr schon, oha, was ist hier los? Hier gibt es einen Bürger, die werden alle nacheinander freigeschalten, die kann man zerstören, geben 700 XP. Diese Münze gibt, glaube ich, 2000 XP. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Hier kann man die verdienten Münzen eintauschen. Hier gibt es 700 XP. Hier gibt es, glaube ich, 500 und hier 250. Hier sieht man Juke XP Button. Kann man alle 30 Minuten anwenden. Gibt auch nochmal, ich glaube, 3.000, 4.000 XP. So, und wir wollen aber hier hin. AFK XP Button. Den aktivieren wir einmal. Und ihr seht, es gibt schon XP. Es ist nicht viel, aber auf 3-4 Stunden verteilt rendiert sich das schon einmal und man kann so locker in 4 Stunden 4 bis 5 Level machen. So, wenn wir dann den Button aktiviert haben, stellen wir uns natürlich einmal hier in die Ecke. So, gehen in die Einstellung, gehen auf die Tastenbelegung, gucken einmal bei Kampf, mit welcher Taste wir feuern. Das ist Standard die linke Maustaste. Ich habe noch einmal die rechte Pfeiltaste neben dem Nummernblock gewählt, denn die kann man ganz leicht beschweren. So, wenn wir das ausgewählt haben, einmal auf zurück, stellen uns hier in die Ecke und ich beschwere jetzt mit dem wunderschönen Igel von meinem Sohn die Taste. Hier sind meine Hände und ihr seht, ich farme AFK XP. Das müsst ihr machen, weil der Button irgendwann aufhört, wenn ihr euch in der Map nicht bewegt. Das heißt, ihr müsst euch bewegen und ihr müsst hier ab und an halt mal ein Hühnchen killen oder diese Figuren. Ich stelle mich hier hin, kill die Figuren, kriege dafür auch noch Münzen, die ich in XP umwandeln kann wiederum. So, ich könnte jetzt hier, ihr seht es, meine Hände,
Tastatur ist beschwert, hier sitzen bleiben und zugucken, bis ich 400.000-500.000 XP gefarmt habe. Oder ich mache meinen Haushalt. Oder ich gehe schlafen. Aber das ist bei 7.15 Uhr in der Früh etwas zu früh. Oder ich trinke erstmal einen Kaffee. Lecker. Milchlatte Macchiato. Beste. So. Ihr seht, AFK XP Farm ist ganz einfach. Es ist legal, es ist nicht verboten. Viele, die mir auf TikTok folgen und gefragt haben, auf welcher Map ich das mache, die machen das genauso mittlerweile. Ich habe das Video auch schon dort veröffentlicht. Deswegen folgt mir gerne auf TikTok. Wenn euch noch mehr solche Maps interessieren, wo man XP bekommen kann, wo man eventuell auch Spaß am Spielen hat, um XP zu kriegen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist auch sehr wichtig für den YouTube-Algorithmus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr mehr sehen wollt. Solche AFK-XP-Maps oder Jump-Run-Maps, mit wo man XP bekommt, die sich auch rendieren. Oder diverse andere Sachen. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim XP-Farmen. Viel Spaß, um Darth Vader freizuschalten. Oder die ganzen Bonusseiten vom Season Pass. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, Ballett.